Hallo, Oberst. Hallo, hier ist Dinner for Dogs. Herr Oberst, wer ist da bitte? Ja, die Firma Dinner for Dogs. Ja. Sie haben sich mal interessiert für gesunde Hundenahrung, richtig? Wie bitte? Haben Sie einen Hund, Herr Oberst, oder eine Katze? Ja. Was haben Sie denn für einen Hund? Das ist so also eine reinrassige Straßenmischung. Okay, wie viel Kilo wiegt er ungefähr? Das, wie bitte? Wie viel Kilo wiegt der Hund? Wie der schwer Hund ist er? Ist das so ungefähr 20 Kilogramm. Okay, und was geben Sie zu essen? Trockenfutter oder Feuchtfutter? Wie bitte? Was geben Sie Ihrem Hund zu essen? Trockenfutter oder Feuchtfutter? Feuchtfutter meistens. Und dann kriegt er meistens auch Trockenfutter, aber nicht immer. Okay, und was für Futter kaufen Sie oder wo kaufen Sie? Ja, das sind im Prinzip, wie das, bei welches das ist, möchten Sie wissen? Ja. Das sind so, ich würde schätzen, so 0,43 Quadratzentimeter große runde Rechtecke im Prinzip. Okay. Ja. Herr Oberst? Ja. Wir haben bei uns ein Kombipaket, 15 Dosen, 800 Gramm und 4 Kilo Trockennahrung, ja? Wie bitte? Wir haben ein Paket, 15 Dosen, 800 Gramm und 4 Kilo Trockennahrung. Dieses Paket reicht Ihnen einen Monat, Herr Oberst, und wird portofrei nach Hause geschickt. Kostet Ihnen 55,65 €. Und das kommt portofrei nach Hause. Ja? Also ist das im Prinzip kostenfrei? Die Lieferung ist kostenfrei? Ja. Das Essen selber kostet 55,65 €. Und es reicht Ihnen schön ein Monat. Ja. Eine Dose 2 Tage füttern, bitte. Ja, aber haben Sie nicht gesagt, Sie rufen wegen den Futter an? Ja, Hundenahrung. Ja, und das Essen, ist das dann... Ich verstehe das nicht. Was denn? Essen für den Hund ist das? Ja, also das wollen, 15... Sie da, wollen Sie das hierher bringen? Ja, dass Sie ein Paket von uns haben für einen Monat, ja? Ja. Sie füttern das mal schön, eine Dose 2 Tage. Ja. Und dann haben Sie 30 Tage Nahrung zu Hause. Ja, und was ist das dann? Was ist da drin? Da sind 5 verschiedene Nassnahrung, ja? Ja. 5 verschiedene Sorten, Herr Oberst. Ja, welche denn? Weil der Stalin ist sehr, sehr... Wie sagt man, wählerisch in Alter geworden? Es ist kein Problem, weil ja. Sie dürfen eine Dose aufmachen, 2 Tage füttern. Wenn es nicht funktioniert, bitte uns anrufen und dann haben Sie eine Garantie auf die Nahrung dabei. Wenn denen das nicht schmeckt, ja, dann kann ich Sie das wieder zurückgeben. Ja. Bitte dann anrufen. Ja. Seit 15 Jahren gibt es die Geschmack-Geld-Zurück-Garantie. Ja, haben Sie das auch selber schon mal probiert? Natürlich. Ja, und wie schmeckt das so? Ja, sehr frisch. Das ist wie selbst gekocht, ne? Ja, ich koche immer selber. Da kann ich ja bei ja, Ihnen nee, anfangen. Vielleicht kann ich ja noch einen Nebenjob machen. Naja, Herr Oberst, also Koch brauchen wir jetzt nicht. Das ist ja im Prinzip ja auch eine einmalige Gelegenheit für Sie. Ich habe ja damals, Ostfront, der immer die Feldküche ja im Prinzip betreut. Okay, ja, muss ich danken ablegen. Was möchten Sie ablegen? Muss ich dankend ablehnen, meine ich. Oh nein, Sie können mir doch nicht das Herz brechen. Nein, Sie sind ein starker Mann, ich höre schon raus, Herr Oberst. Ja, Sie sind nicht von gestern. Wenn ich meinen Hund nicht hätte, wäre ich ja schon von den Tauben aufgefressen worden. Ah nein, das glaube ich nicht.
Ja, rufen Sie aus. Glaube ich. Woher rufen Sie denn an? Aus Nürnberg. Aus Nürnberg. Das ja, ist ja richtig. Großartig. Ja. Ja, und so ist das. Wann kommen Sie denn dann? Am Dienstag. Ja, soll ich denn, was mögen Sie denn, dass ich die Kaffeezeit anbieten kann? Nein, ich, Herr Oberst, ich komme selber nicht persönlich, aber ja, die DHL kommt persönlich, die Deutsche Post, ja, und die kommt und bringt Ihnen das vorbei. Ja, 15 Dosen, 4 Kilo Trockenfutter und das reicht Ihnen schönen einen Monat. Ein Monat. Und dann, was ja. Müssen wir dann, kann man das auch aufteilen, weil der Hund ist ja im Prinzip ja auf Diät, weil der ist ja viel zu fett na geworden. Ja. Sie können auch eine Dose für 3 Tage benutzen. Müssen Sie nicht unbedingt eine Dose für 2 Tage, sondern eine Dose für 3 Tage. Da ist ein Deckel dabei. Ja, was ist da, was sind da denn, weil der hat ja die Allergien. Was ist denn da drinnen? Kein Zucker, kein Chemie, keine Geschmacksverstärker. Ja, das ist eine Naturnahrung. Jetzt haben Sie mir ja aufgezählt, was da nicht drinnen ist, aber ich wollte ja was da drin ist, wissen, was da drin ist, ist, die eine Dose ist mit Rind, oh nein. Wild, ja? Ja, weil er hat ja im Prinzip da eine Unverträglichkeit für das Eiweiß, dass Sie das da rausnehmen. Was kriegt er denn dann für eine Nahrung? Das ist hier, das, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das macht ja immer mein Haushälter. Ich kann das ja, diese Sandsäcke nicht mehr tragen im Prinzip. Ja, aber geben Sie dann überwiegend nur Trockennahrung? Nein. Oder geben Sie... Das ist ja diese Mischung, die meistens eine Mischung ja quasi darstellt. Okay, okay. Ja, Herr Oberst, schauen Sie mal von uns das Futter mal an. Tun Sie mal den Stalin eine Probe, also eine Dose 2-3 Tage füttern. Schauen ja. Sie, wie es ankommt, wie es funktioniert. Und sollte es halt gar nicht funktionieren, dann rufen Sie bitte uns an. Ja, aber wenn Sie jetzt schon sagen, dass da Rind drin ist, dann der ist da ja allergisch gegen. Dann machen wir nur Trockennahrung ohne Rind, okay? Ja, aber der muss ja auch Naschfutter haben. Ja, aber Rind ist bei uns im Nassfutter drin. Aber haben Sie da nicht verschiedene Geschmacksrichtungen? Ja, aber da ist überall Rind mit bei. Das ist ja skandalös. Ja, aber wissen Sie, ja. Das ist ja nicht schlimm, weil wir können doch nur das Trockennahrung dann nehmen. Dann haben Sie was zum Beifüttern ohne Zusatzstoffe und dann kann er auch schön abnehmen. Ne? Ja, haben Sie Hundeleberwurst? Wir haben Leberwürfel, haben wir was Besseres. Nein, ich wollte jetzt eine ganze Wurst haben. Weil ja, aber Leberwürfel schmecken besser, glauben Sie mir. Wir haben die Erfahrung gemacht, ja, ist das, Herr Oberst. Sitzen Sie da quasi im Callcenter und da kommt also der Kellner vorbei und dann müssen Sie da so Geschmacksprobe durchführen. Nein, aber wir arbeiten mit Tierärzten und Tierheilpraktikern zusammen und haben selber hier sehr viele Hunde ja. Im Büro. Ja, also da wüssten wir schon, was wir reden. Ja, kann ich dann mal, wenn Sie, das ist ja sehr gut, dass Sie ja im Prinzip, man spricht ja immer von Fachkräftemangel, dass Sie im Prinzip ja. Da die Experten vor Ort haben. Können Sie ja, mir genau. Mal einen Doktor geben, wegen den Verdauungsproblemen von Stalin? Das ist ja also sehr bekömmlich für den. Na klar, aber schauen Sie mal, ich ja. Kann Sie jetzt nicht verbinden, weil die Experten sind nicht zu sprechen bei uns. Ne? Ja, Sie haben doch gesagt, die sind nur für uns. Arbeiten. Ja, das, ich bin ja. Na klar, aber die sind doch jetzt ja nicht so hier bei uns im Hause, sondern ich habe gesagt, wir arbeiten mit Tierärzten und Tierheilpraktikern zusammen, ja. Ja? Was aber nicht, dass die bei uns im Haus sind. Können Sie da im Prinzip dann Rückruf aufnehmen? Machen wir, Herr Oberst. Ja, wann meldet das er sich denn? Weil ich bin ja nicht immer in Haus. Naja, dann machen wir doch morgen, okay? Ja, arbeiten die Samstag. Jawohl. Tierarzt. Ja, die arbeiten sogar Sonntag, Notdienst. Bei Ihnen im Büro? Nein, nicht im Büro. Bei sich selber in der Praxis, sind Herr Oberst. Wo haben Sie denn studiert, junger Mann? Über in Nürnberg selber. Ja, ist ja auch Tiermedizin.
Naja, Tiermedizin jetzt nicht direkt, aber viele Fortbildungen, Weiterbildungen, ne? Was haben Sie denn studiert, genau? Wie bezeichnet sich das denn? Die betriebliche Wirtschaftslehre, also BWL. Ah, einer von denen, ja. Erinnere ich mich auch noch dran. Die haben wir damals, ja. Die haben wir damals ja. Im Krieg immer zu Minensuchen geschickt, weil das da so viele okay. Von gibt. Ist ja, das heute genau. Auch immer noch so ein überlaufendes Studienfach? Das kann sein, ja. Aber Herr Oberst, ich werde jetzt schon von meinem Chef angeschaut, weil wir so lange reden. Oh nein. Ich mache es jetzt so. Können ja, Sie, ich mache jetzt mir, so. Ich möchte ja nicht, dass Sie hier wegen alten. Nein, um Gottes Willen, kriegen. Alles Gute, Herr Oberst. Können Sie mir den mal bitte geben, dass ich da. Dass nein, der. Ich bestehe darauf. Oh nein, jetzt hat er aufgelegt. Siehst du, daran scheitert das dann. Ich bezweifle von der Stimmlage her sehr, dass der ein großartiges Studium absolviert hat. Hat hier mit den einfachsten Satzbildungen schon enorme Probleme. Skandalös, und weiß da nicht mal, was da drin ist. Also das muss ja, sag ich mal, bei einer Futtermittelberatung muss man ja schon wissen, aus was das besteht, weil es ja, sag ich mal, bei Hunden und Katzen, da gibt es ja extreme Unverträglichkeiten, und er hat halt gezeigt, dass er keine Ahnung hat. Obwohl ich da erwähnt habe, dass der liebe Stalin da ja diverse Verdauungsprobleme hat. Da gibt es auch, sag ich mal, spezielles Futter, da ist in keinem Wort drauf eingegangen worden. Hier geht es jetzt also nicht, wie großartig behauptet, um das Wohl von den Tieren. Und ja, das ist halt wie überall, da ist der Abschluss im Fokus. Und ich wette, der gute Mann kriegt jetzt gerade von Kellner wieder auf ein Silbertablett ein Leckerchen serviert. Ich bedanke mich bei allen Patreons und den ganzen lieben Menschen, die hier immer zuhören, und lasst euch kein Hundefutter oder Tierfutter am Telefon verkaufen. Dafür gibt's einen Fachmarkt, da sind Leute, die Ahnung haben. Auf Wiederhören.